Stammlokal war das alte Polizeipräsidium. Dort geht sie jeden Samstag hin. Da bin ich mutig geworden. Online hatte ich mich bei ihrer Disco angemeldet und machte mich auf den Weg. Mit meinem Handy wurde am Eingang meine Anmeldung verifiziert. Peter Mosetta, Mitglied einer Disco-Community. RFID ist bis in die letzten Disco-Schuppen vorgedrungen. Am Eingang wird er mit seinem Handy sich identifizieren. Der Doorman weiß, den muss ich nicht in der Schlange checken. Kommt er rein, kommt er nicht rein? Der wird sofort mit Namen begrüßt. Der wird im Zweifelsfall an seinen Platz geleitet, wo bereits sein Lieblingsdrink steht. Und in der Summe, wenn man jetzt über Warenströme, Menschenströme, über die Analogie redet, hat der Diskothekenbetreiber sogar die Möglichkeit, über die Datenbank abzufragen, wie die durchschnittlichen oder überwiegenden Musikwünsche seiner Kunden sind und kann dem DJ Bescheid sagen, pass auf, heute legen wir die oder die Musik auf, weil wir haben älteres Publikum, Publikum mit diesen Vorlieben und so weiter. 2011 hat RFID tatsächlich alles durchdrungen, auch die Unterhaltungsindustrie. Die Geschäftsführung weiß Bescheid, wer im Laden ist, welche Vorlieben er hat und was man ihm verkaufen kann. Bei ihren Animationen schrecken die Betreiber vor nichts zurück. Selbst auf der Toilette nicht. Auch dort wurde ich mit RFID verfolgt. Hallo Peter. Du bist neu hier. Ihr beide seid neu hier. Schatz, lass mit dir was zu trinken. Ach ja? An der Bar? Wir sehen uns später. Hi, Stefan. Wie geht's? An diesem Abend gewann der 10.000. eingeloggte Disco-Neugast eine Reise nach Ibiza. Zu meiner Überraschung war ich der Glückliche. So, der Peter ist der 10.000. eingetragene Gast bei uns und gewinnt eine Reise zur Partyinsel nach Ibiza mit unserem sexy Diva von unserem Personal. So, das Präsidium ist das viel Spaß auf Ibiza. Alles Gute und ein Riesenapplaus. Ja, auf Leute, komm, Riesenapplaus für den Peter. Ich war verblüfft, mich plötzlich auf der Leinwand zu sehen. War die ganze Veranstaltung abgekatert, im Voraus geplant und auf mich zugeschnitten? Steckte Dina dahinter? Was wusste sie? Oder war das schon meine Paranoia? Wenn man lange andere beobachtet, bekommt man das Gefühl, selbst beobachtet zu werden. Und irgendwann ist einem auch das egal. Manche machen daraus sogar eine Philosophie. Vor 10 Jahren war das Thema Cocooning ganz groß. Da kam zur rechten Zeit mit eBay, mit Yahoo, mit den ganzen Logistik-Services die Welt zu Hause ganz groß raus. Da haben Zukunftsforscher vorhergesagt, die Leute werden sich zu Hause abkapseln, die sitzen zu Hause, die bestellen, kriegen das frei hausgebracht. Und das hat ganze Industrieströme im Grunde genommen entwickelt, in ganz kurzer Zeit. Wenn wir das jetzt heute betrachten, dann sehe ich RFID eigentlich als eine Gegenbewegung, nämlich die Möglichkeit, alles das zu tun, aber außerhalb des eigenen Hauses. Das heißt, Sie haben per Knopfdruck mit Ihrem RFID die Möglichkeit zu sagen, hallo, ich bin hier, ich möchte folgende Information haben, ich möchte folgende Information preisgeben, ich möchte irgendwo gesteuert werden, ich möchte nur ganz gezielt Werbung haben, die mich interessiert. Alles das ist ja auch ein Vorteil für den Kunden. Vor 5 Jahren träumte die Industrie, jeden Artikel der Welt mit RFID-Chips versehen zu können. Um diesen Traum zu verwirklichen, hoffte man auf extrem billige Tags. Die Siliziumchips waren einfach zu teuer, also probierte man es mit Kunststoff. Die Forschung arbeitete fieberhaft. Ein Milliardengeschäft wurde erwartet. Doch die Tags aus Polymere konnten nur ein Tausendstel von dem leisten, was die Siliziumchips können. Der Traum vom überall aufdruckbaren Chip
schien wohl noch lange ein Traum zu bleiben. 2011 hat es dann doch geklappt. Im Einzelhandel begann man bereits 2004, einzelne Artikel mit versteckten Funketiketten auszurüsten. Der Widerstand gegen die unsichtbare Funkerei ist seither unerbittlich. Niemand will Chips an der Ware. Das eigentliche Problem liegt aber ganz woanders. Schon lange vor der RFID-Einführung hatten Supermarkt und Discounter einen guten Einblick in die Wünsche der Konsumenten. Denn über 50% der Käufer hatten bereits eine Kundenkarte. Entscheidend war überhaupt nicht, ob eine Ware getaggt war oder nicht, sondern ob der Kunde seine Identität preisgegeben hatte mittels Kunden, EC oder Kreditkarte. Es kann also äußerst ungesund erkannt werden. Und wenn Sie davon in den vergangenen Jahren viel gekauft haben, dann könnte es doch plötzlich sein, dass das Informationen sind, die dann nicht nur Sie selber, sondern auch vielleicht Kranken- oder Lebensversicherung interessieren. Und Sie können sich vorstellen, dass das dann begehrte Daten sind, an die solche Versicherer natürlich gerne herankommen würden. Und selbst wenn Handelsketten den Kunden weismachen wollen, sie könnten die Weitergabe ihrer Daten durch Löschung der Tags beseitigen, wirkt das wenig glaubwürdig. Was hilft es denn, Daten zu deaktivieren, nachdem sie schon gespeichert sind? Sie verkaufen Ihre Privatheit tagtäglich gegen Bequemlichkeit oder Geld. Und wenn der Nutzen höher ist, der wahrgenommene Nutzen, als das wahrgenommene Risiko, so sind Sie sehr froh und machen das auch. Sonst würden Sie nicht mobil telefonieren, würden nicht übers Internet zahlen, würden keine Bankomatkarten verwenden. Also diese Gleichung ist relativ stabil. Hallo. 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 Wir haben diese Two-for-One-Card und wollten mal fragen, was Sie so an Entspannung anzubieten haben. Sie dürfen aus vier unterschiedlichen Programmen wählen. Mhm. Wir haben da zum einen den Wellness-Tag für zwei Personen, die Meeresklimakabine, Unterwassermassagebett und zum Schluss das Floaten, mhm, die schwerelose Tiefenentspannung. Mhm. Und auswählen dürfen Sie aus allen vieren. Nummer drei scheint mir doch ganz. Ja? Ja? Mhm. Ja. Immer Nummer drei. Okay, prima. Super, dann bräuchte ich einmal Ihr Handy bitte. Das halten Sie hier mal dagegen. Dankeschön. Genügt schon, super. Dann gebe ich Ihnen gleich die Handtücher und den Schlüssel. Einmal für die Dame. Ups. So, für den Herrn und Herrn. Dankeschön. Danke. Danke. Nach wochenlanger Beschäftigung mit RFID hatte ich dringend Entspannung nötig. Aber selbst im Fitnesscenter holte mich die Technik wieder ein. Sie spielten unser Lied. Die Perfektionierung des Internets der Dinge schreitet seit Jahren zügig voran. Die Chipfabriken arbeiten 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Der Materialfluss läuft vorbildlich dank der smarten Automatisierung. Fertigungsabläufe werden papierlos protokolliert. Displays an Trackingboxen zeigen den Arbeitern die Daten für den nächsten Fertigungsschritt. Im Internet der Dinge steuert nun mal die Produktion den Menschen, nicht mehr der Mensch die Produktion. Tatsächlich werden wir in Zukunft mehr automatisch über die Menschen, ihre Eigenschaften, wo sie sind, wie gesund sie sind, wie sie sich benehmen, erfahren. Völlig automatische Sensortechnik durch Monitoring-Möglichkeiten. Die Technik dazu wird fortlaufend weiterentwickelt, wird perfektioniert. Und die Daten entstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das genutzt? Im gewissen positiven Sinne, im Gesundheitssektor, kann ich das vorstellen, dass man einen Gürtel hat, der mir mitteilt, dass ich zu lange falsch sitze vor meinem Schreibtisch. Aber natürlich ist es auch denkbar, dass diese Dinge gegen mich verwendet werden, mich quasi tyrannisieren oder dass eine Autotür sich nicht öffnet, weil das Auto meint, es sei jetzt nicht der richtige Besitzer da oder ich kann das Auto nicht abstellen, weil ich im Halteverbot stehe. Solche Dinge sind im Prinzip denkbar, dass der Mensch zu einem gewissen Ding wird, Objekt von einer smarten Umgebung wird und die smarte Umgebung
sich nicht ganz so verhält, wie der Mensch es eigentlich möchte. So, Herr Mosetter, Sie arbeiten jetzt seit 4 Wochen mit RFID. Wie läuft's denn so? Macht es Ihnen noch Spaß? Zunehmend. Das haben wir auch mitbekommen. Sie haben ja gute Beute gemacht. Das freut die Stadtkasse. Und mich. Soweit die Freude. Haben Sie sich denn auch an die Regeln gehalten? Und natürlich. Oder welche Regeln? Keine Ausnahmen, keine Gefühle. Alle werden bestraft. Aber natürlich. Sie haben dieser Dame, dieser Diener... Welche Diener? Na, die Dame aus der Disco. Der haben Sie keinen Bußgeldbescheid ausgestellt. Dieses eine Mal. Wer bei uns auf den Takt seines Herzens hört und nicht auf Frequenzen, dem kündigen wir, den schmeißen wir raus. Unter diesen Umständen möchte ich Ihnen sagen, dass ich nächste Woche nach Ibiza verschwinden werde. Und zwar mit dieser Diener. Schönen Tag. Wie Sie wollen, aber halten Sie mir die Insel sauber. Wir haben auch da unsere Fühler. Das Internet der Dinge ist lückenlos. Nächste Woche.